Ich bin heute in Ilz, in der Gruftkapelle am Friedhof. Mitglieder des historischen Vereines sind bei mir. Anton Ithaler, du hast dich besonders eingesetzt, dass diese Gruft wieder besichtigt werden kann. Wer ist jetzt mit uns da? Ja, da ist mit uns die Obfrau des historischen Vereines, die Roswitha Hochwald, die auch vom Vorgängerverein, den Gruftverein haben wir ihn genannt, schon gehabt. Die Obfrau war und die gute Seele und der Handwerker, der alles vorantreibt, Hans Wagner. Also ihr drei wart so dass der engere Kreis, der... Ja, waren noch einige dabei. Es waren noch einige dabei. Wir sind eigentlich zurzeit 8 Personen, die diesen historischen Verein sozusagen, der Vorstand ist gleichzeitig der Verein. Diese Kapelle ist wann gebaut worden? Die Kapelle hier ist 1895 gebaut worden, mit der zugehörigen Gruft. Aber schon 10 Jahre vorher, 1885, haben die Lambergs, das ist ein Adelsgeschlecht, das das Schloss und Gut Feistritz besaß, im alten Friedhof eine Gruft gehabt. Also da war im alten Friedhof, waren diese Särge schon drinnen? War ein Großteil der Särge schon drinnen und sind dann 10 Jahre später in die neue Gruft verlegt worden. Eben mit dem Bau dieser Kapelle. Ja. Da hat man damals noch die Verstorbenen und die Särge da runterlassen. Ja, natürlich, das war ein besonderes Zeremoniell, also ein Begräbnis, nicht? Ein adeliges Begräbnis. Und dann ist hier eben diese Steinplatte ist gehoben, weggehoben worden. Hier fand dann die Verabschiedung wie bei einem Grab statt. Und dann wurde der Sarg praktisch nach unten in die Gruft versenkt. Dann schauen wir in die Gruft runter. Ja, schauen wir. Geh du voraus. Wie schön. Ja, jetzt sind wir in der Gruft. Ja. Wie viele Personen sind da begraben? Ja, es sind 18 Personen hier begraben in der Gruft. Das heißt nicht nur in der Gruft, sondern es gibt auch 11 Särge stehen in der Gruft und es gibt 7 Erdbestattungen. Zum Beispiel, da sieht man ein Kreuz auf dem Beton. Also 7 Personen, die sind auch hier erdbestattet. Und das ist alles dieselbe Familie? Ja, das ist die Familie Lamberg, wie schon gesagt, die Schloss und Gut Feistritz besaß. Das war praktisch ihre Begräbnisstätte und wir vermuten, man versuchte für das ganze Haus Lamberg hier die Begräbnisstätte zu machen. Ja, auch nicht nur vom Schloss Feistritz, sondern auch aus Deutschland oder es sind verschiedene Personen auch hierher gekommen und bestattet worden. Kann man sagen, wer ist der am ältesten Bestattete darin? Das kann man eigentlich nicht sagen. Wir haben eigentlich nur 4 von 4 Särgen, wissen wir, wer drinnen liegt und wie alt sie sind. Ne? Das sind eben die beiden Kindersärge hier. Was sind das für die Kinder? Das sind Kinder von den Lambergs aus Feistritz. Wahrscheinlich eine Epidemie, sie sind innerhalb weniger Tage gestorben. Mhm. Und das ist die Letztbestattete? Das ist die Letztbestattete, Johanna Lamberg. Sie ist 1972 hier bestattet worden. Und damit ist eigentlich das Geschlecht der Lambergs auch erloschen. Das ist ein besonders schöner Sarg. Ja, ich kann mir vorstellen, ein Lamberg ist aus Deutschland gekommen. Ich kann es aber nicht beweisen, dass er eben in diesem Sarg bestattet ist. Innerhalb weniger Tage, man muss rechnen, ungefähr um die Jahrhundertwende des vorigen Jahrtausends, also 1900, ist er hier bestattet worden und innerhalb von 3 Tagen war er in Ilz. Von wann weg hat man die Lambergs bestattet? Also ich meine, ja, die ältesten Bestattungen, praktisch, da gab es die Gruft noch nicht. Also sie müssen in einer anderen Gruft bestattet worden sein und erst später nach Ilz gebracht worden sein. Weil wir schon 1780, 1790 haben wir schon Verstorbene hier, die aus dieser Zeit sind. Hat man überhaupt keine Ahnung, wer wo drinnen liegt oder
Wo der Älteste, was bestattet worden ist, in der Zeit zurück, weiß man auch nicht. Weiß man nicht. Weiß man nicht. Also, wir haben noch keinen Weg gefunden. Sind das 18. Jahrhundert, 19. Ja. Jahrhundert, 17. Jahrhundert? Ja, 1806, 1809 haben die Lambergs Schloss und Gut Feistritz gekauft. Also da von dort weg. Schon, da haben sie aber schon ihre Toten mitgebracht. Ne? Und interessant ist da drüben was sag auch. Schauen wir da hin kurz. Ja, da können wir schauen. Man muss da in Slalom durch. Erstens einmal hat der da einen alten Helm drauf. Ja, das wissen wir. Die Lambergs sind im 17. Jahrhundert zu Reichsgrafen erhoben worden und waren eigentlich immer im Krieg und sie waren Kämmerer praktisch in Wien. Und erst später sind sie dahergekommen und das ist sicher ein Rittmeister. Weißt du, wieso dass das da drauf ist? Ja, das weiß ich. Das ist ja sehr ungewöhnlich, glaube ich. Ja, das weiß ich nicht, warum das drauf ist, aber wir haben da praktisch Monarchiezeichen und das steht für den Rittmeister. Und dieser Sarg hat da noch Textil drauf. Ja, der hat noch Textil drauf. Die Gruft, die war ja nicht, man muss sagen, nicht in Ordnung. Es ist hier mal Wasser gestanden und alles. Und das Textil ist das einzige erhaltene Textil. Wir haben zwei Särge geöffnet und haben entdeckt, dass das Textil überall vorhanden war. Nun ist es verschwunden mittlerweile. Hat man in den Särgen, die ihr geöffnet habt, irgendwas gefunden drinnen? Ja, ich habe da einen Brief gefunden, zwei A4-Blätter beschrieben, ganz vergilbt. Und es war dann irrsinnig spannend, es war ein Wort zu lesen, schwarz, wahrscheinlich mit blauer Tinte geschrieben, durch die Zeit schwarz geworden, Korinth geschrieben, das Wort Liebe. Und das haben uns eigentlich alle, die wir damals da gestanden sind, sehr berührt. Und wie, wenn Sie das geöffnet haben, wie ist der Zustand der Person? In diesen Blechsärgen, in diesen Metallsärgen ist noch ein Bleisarg. Ein Bleisarg, also der tote Korpus wird in einen Bleisarg gelegt, es kommt der Deckel drauf und das wird dann zugelötet und so verbleibt das. Das habt ihr nicht aufgemacht? Nein, das haben wir nicht aufgemacht. Die Särge sind aus welchem Material? Du hast schon gesagt Blech. Blech, ja, es ist ein Blech. Ja. Und das sind alle Blech. Ja, nur der letzte ist ein Holz. Der ist lackierter Blech, so ja, ein gestrichener ja. Blech. So. Da drüben sehe ich noch eine Tafel, Graf von Lamberg. Was war mit dem? Ja, das ist der Sohn des letzten Grafen, Karl Ottmar Graf von Lamberg. Er hat eigentlich ein schreckliches Schicksal gehabt. Es war im Ersten Weltkrieg, ist schwer verwundet zurückgekommen und hat dann praktisch politisch auch immer wieder gearbeitet, ist auf der deutsch-nationalen Seite gewesen und letztendlich, als die Nazis einmarschiert sind, ist er 1942 als Verräter in Auschwitz umgekommen. Also ist nach Auschwitz gekommen und so hat der letzte worden. Graf seinen Sohn verloren. Nicht? Ja, jetzt bin ich mit der Obfrau des historischen Vereins da. Seit wann gibt es den Verein? Seit 2011 und es war uns immer ein Anliegen, dass diese Gruftkapelle hergerichtet wird. Und jetzt war also zuerst der Verein, hat geheißen zur Renovierung und Wiederherstellung der Ilzer Gruftkapelle. So haben wir angefangen. Da hat man so Gruftverein gesagt dazu. Gruftverein, wir waren die Gruft ist schlecht. Ja. Die Ölzer Gruft ist. Ja, das waren wir wirklich. Ja. Dass das eine große Sache wird, haben wir eigentlich erst gesehen, wie wir herinnen gestanden sind. Als und erste Mal. Dann ist der jetzige Verein ist dann gegründet worden, 2015. Ja. Wie viele Mitglieder habt ihr? Ja, wir haben eigentlich kein Verzeichnis. Ne? Also, sieben, also acht, wer kommt, ist da. Ist da. Aber wir sind ein sehr gutes Team, das muss man wirklich sagen. Ein wichtiges Mitglied des Vereines steht neben mir. Ja.
Muss man mal schauen. Ganz, ganz wichtig. Du hast wesentlich dazu beigetragen, dass das heute so ausschaut. Ich habe ja gehört schon, das war der Betonputz oben hat fürchterlich ausgeschaut. Alles war nass und 90% Feuchtigkeit haben wir gehabt, haben wir gemessen. Da war der Wand, glaube ich, gell? Da drin. Ja, da war der Wand, ja. Ja, die hat da mit der Tür einer, dass wenn die Wasser ablesen gegangen sind, dass die Särge nicht sehen. Das war der Grund. Ja, da haben sie früh nicht runtergetraut. Also, ja. Und was war deine Aufgabe da bei der... Ja, meine Aufgabe war, wie es den Baubeauftragten gemacht, das Ganze organisieren, dass wir das Gemalt da runterbringen. Da haben wir mit zwei Elektroschreiben haben wir geschrieben, zu viert. Alles in der Freizeit? Alles in der Freizeit, ja. Und immer so Pensionisten, die was halt immer Zeit gehabt haben. Und du hast mehr als 5 Stunden da verbracht? Ja, da 300, ja. 300 Stunden hast du da freiwillig gearbeitet? Ja, alles aufgetragen, das Ganze gemalt hat, hat der Toni geholfen auch. Ja. Und da haben wir so hoch ein Gerüst gehabt, da haben wir einen Gerüstschrank aufgestellt, die Serie haben wir zusammengeschoben. Die waren ja teilweise, was ich gehört habe, schon das Gestell, weil ja alles zusammengebrochen schon unter den Särgen drinnen. Ja, da war ich. Das ursprüngliche. Ja, ich weiß nicht, ob das aufgestellt ist. Da war ein ursprüngliches Holzgestell und das ist dann einmal zusammengebrochen gewesen. Ne? Mhm. Ja, wir haben da so ein hohes Gerüst gemacht gehabt, dann die Särge unten drinnen waren, alles abdeckt mit Planen. Und dann haben wir können oben arbeiten. Ja, aber es ist eine tolle Sache geworden. Ich glaube, für uns ist das doch eine Attraktion. Wie kann jetzt der Besucher da hereingehen? Wie kann der Besucher hereingehen, indem er am 1. November, am Allerheiligentag, ist es immer offen. Und sonst ruft man einfach bei der Gemeinde oder einem historischen Verein an und bekommt einen Termin. Es ist nicht die Kapuzinergruft, nein, aber es ist die Ölzergruft. Es ist die Lamberggruft. Aber wir sind genauso stolz auf die Ilzergruft. Noch mehr als wir auf die Kapuzinergruft. Genau. Gut, dann danke euch. Danke auch. Grüß dich. Servus. Rampfla, alles Gute weiterhin.